Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage bei Panzerkunde mit dem Unikum. Hallo Bio. Hallo. Wir wollen uns heute mit dem TD der Deutschen, dem Waffenträger auf E100, befassen. Und daher schieß mal los, Bio. Module, Mannschaft, sollte man die überhaupt einbauen, die Mannschaft, oder fährt der ohne ganz gut? Ja, nee, der fährt ohne Mannschaft am besten. Nee, Spaß beiseite. Also, ja, Module, fangen wir damit wieder an. Jo. Das Problem ist, der WTE-100 ist natürlich ein offener Panzer, das heißt, Lüftung funktioniert nicht, er ist ein Trommler, Ansetzer funktioniert nicht. So, er zieht schnell ein, Waffenrichtantrieb braucht man also nicht. Da bleibt dann relativ wenig am Ende noch über, was man halt einbauen sollte, oder was man einbauen kann. Und es ist nur ein WT ist ein leichtes, ein relativ, ja, schnell kaputt geschossenes Target, deswegen eignen sich da entspiegelte Optiken, natürlich, damit man den Gegner eher sieht. Oder generell die Sichtweite ein bisschen ausgebaut hat, weil die wurde ja auch verschlechtert. Wobei würdest du nicht eigentlich eher die Schere nehmen, weil der ja nicht so mega mobil ist. Und da hättest du ja nochmal einen Ticken mehr Sicht. Das Schere auch, ja. Viel. Also beides, entspiegelte Optik und Schere. Das meinte ich halt, das ist halt so ein Panzer, der... Ah, okay, ja. Beides. Man braucht ja auf dem 10er braucht man kein Kettenerweiterungsmodul, also diese verbesserte Drehscharffederung. Man braucht im WTE-100 braucht man auch kein verbessertes... Munitionslager, also nasses Munitionslager, das ist ja viel, alles so ein bisschen. Ja. Deswegen, er hat halt relativ viele Sachen so, aber vieles ist auch einfach komplett sinnlos. Deswegen, also entspiegelte Optiken, Scheren, Fernrohr und Tarnnetz, weil Tarnnetz ist halt irgendwie noch das, was am meisten sinnvoll ist, auch wenn er keinen Tarwert hat im Grunde genommen. Ja, ist ganz witzig. Wir haben doch gerade mal geguckt auf der Seite, wo man das nachlesen kann. Also wenn du jetzt einen WZ-121 da mal einfach so da hinstellst, der hat mal nackt schon mal einen Tarnwert von 16. Und der WT hat einen nackten Tarnwert von 0,4. Das kann den Leuten jetzt also mal zeigen. Erstaunlicherweise sind die Dinger ja doch relativ lange zu, worüber man sich immer ärgert. Aber wenn sie dann einmal geschossen haben, würde ich mal sagen, gehen sie auch nicht mehr zu. Also der Tarnwert ist einfach scheiße. Und mit dem Tarnnetz hast du wenigstens irgendwie ein bisschen mehr als scheiße. Also, naja. Ja, kommen wir zur Crew, würde ich sagen. Jo. Ja, der Jenser, der hat ja gerade schon so schön gesagt, Tarnung komplett für einen Eimer. Deswegen kann man Tarnung auch beim Skillen komplett außen vor lassen, wie beim Jagdpanzer 100 im Grunde genommen auch. Ja. Als Kommandant natürlich sechster Sinn, weil sofern, also sobald ein WTR 100 unbemerkt offen ist, also wenn er selber das nicht merkt, ist er tot. Also das, zumindest ist er dann sehr stark runtergeschossen. Außerdem, erste Skill bei den anderen, also beim Richtschützen, beim Fahrer, beim Funker und bei den beiden Ladeschützen, Reparatur. Einfach damit man, A, schneller steht wegkommt. Als gefährlich. Ja. Genau, und B, die Kanone geht auch des Öfteren kaputt. Mhm. Und auf jeden Fall zweite Skill bei allen Brothers in Arms, also Waffenbruder. Mhm. Ja, dann beim Kommandanten im dritten Skill, 1000 Sasser, das hat den netten Hintergrund, dass der dann beschädigte Besatzungsmitglieder austauschen kann. Mhm. Da braucht man, sofern es auf 100% ist, braucht man keinen Repkit mehr. Das ist halt ziemlich cool, weil der neigt ja dann doch dazu. Medkit. Ja, sorry, natürlich, danke. Ist halt ziemlich cool, weil so ein Waffenträger, der neigt ja dazu, dass er mal so Besatzungsschäden kriegt. Mhm. Außerdem neigt ein Waffenträger E100 dazu, dass er die Kanone kaputt kriegt. Und deswegen sollte man, oder ja, deswegen ist Büchsenmacher beim Rissschützen eine coole Sache. Ja. Also, dass das kaputte Geschütz noch genau schießt, sofern der Netzkill auf 100% ist. Das ist nebenbei wirklich so. Ich habe schon ganz oft beim Waffenträger, wenn ich von hinten, selbst von hinten kannst du die Kanone treffen. Ne? Also du zielst auf den, der bewegt sich, du triffst nicht die Seitendinger, sondern bleibst in der Kanone hängen. Mit HE oder irgendwas machst dann 100 Schaden und dann ist das natürlich geil, wenn du Büchsenmacher hast und dann als Waffenträger selber noch vernünftig schießen kannst und nicht gigantisch offenen großen Zielkreis hast. Ja, das nächste Besatzungsmitglied ist der Fahrer. Es ist ja nun mal ein E100, also ein Waffenträger auf E100, E100-Wander, also. Und so eine E100-Wander, die dreht sich aber unheimlich langsam, deswegen meist am Bremshebel. Ja. Beim Funker, der allseits beliebte Funker, der irgendwie nicht so richtig sinnvolle Skills hat, da empfiehlt sich die Weitsicht, einfach damit er nochmal einen Ticken weiter gucken kann. Ja. Beim Ladeschützen, das ist auch so ein Besatzungsmitglied, nicht so super sinnvoll. Man braucht ihn zwar leider, aber. Auf jeden Fall, erste Skill, also beim ersten Ladeschützen, Adrenalinrausch. Einfach, falls der Waffenträger low HP ist, dass er dann schneller nachlädt. Und beim zweiten Ladeschützen, ja, das ist, das
das ist das Problem, dass er, wie gesagt, nichts Sinnvolles hat. Sichere diese Vorahnung, dass er die Munition sofort wechseln kann, macht bei dem gar keinen Sinn, weil er Auch hat eine gar Trommel. keinen Das Trommel, ist komplett sinnlos so. Und ja, Brandbekämpfung, Camouflage braucht er nicht. Deswegen da sichere Lagerung. Also. ja. Ja, wobei, ja, ein Waffenträger ist bestimmt nicht die Explosionshäufigkeit eine Ursache des Ablebens, sondern einfach der Schussmagnet, weil er jetzt auf ihn schießt. Naja, schwieriges Auto. Also. Ja, vor allen Dingen auch echt super sinnvoll, super sinnlos teilweise mit Skills, weil der ist einfach nur mal ein WTE 100 und der hat nur mal so seine Nachteile, die die Crew dann auch so echt einschränken in den Skills, die man nehmen kann. Ja. Das war's soweit. Jo, aber ja, wir gucken uns den trotzdem im Tengen Spectre mal an, wa? Auch wenn die, ja, obwohl, da können wir mal ganz, ganz schön, ob man von uns. Ja, doch, Tengen Spectre. Dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Tengen Spectre mit dem Bio und dem Waffenträger auf EN100. Hallo, Bio. Hallo. Da ist er. In seiner ganzen Schönheit. Ich finde, schön aussehen tut er. Irgendwie futuristisch, nicht, aber taugt halt nichts. Ja, taucht schon was, aber ist halt Ja. super leicht zu penetrieren. Ja, wie gehabt, geht von oben los. Ja, das schöne Zelt, wie man das auch so toll nennt, ist natürlich alles, ich zitiere Jendor, Weichkäse. Weichkäse, Ja, das Wahnsinn. ist so, also, kommt selbst ein Tier 1 Panzer durch, ein Tier 1 Ja, Cunningham kommt da durch. oben auf dem Dach hat der 5er Materialstärke. Müsst ihr mal reinziehen. Ja, Ja, was man kannst du. natürlich machen kann, oder was halt auch viele da weiß, das wissen ja inzwischen die meisten schon, aber ich erzähle es trotzdem nochmal, dass man HE nehmen kann und wenn man mal in die Farbansicht geht, auf diese grünen Flächen auf den Turm schießen kann. Ja, da kommt man durch und macht dann seine, Schön boah, Maxan. ja genau, macht dann seine 50% oder 25%, ich weiß gerade gar nicht, wie viel so HE mehr macht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall macht man damit mehr Schaden als mit normalen AP, APCR, wie auch immer. Ich habe auch mittlerweile in den Tanks, wo ich viel Munition habe, also es sind ja so welche wie Löwe zum Beispiel oder der AMX CDC, die haben unglaublich viel Munition dabei. Da nehme ich durchaus User mal joined your channel. 10 Schuss HE mit und dann kann ich da durchaus punkten. Ja, was auch noch zu sagen ist zu der Spielweise, gerade mit dem Turm, wenn man gegen den Jagdpanzer 100 steht, dann sollte man natürlich gucken, dass er eigentlich beschießen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel in dem T-62 Alpha sitzt, dann kann man immer gucken, dass man so ein bisschen mit seinem Turm so ein bisschen spielt. Und zwar hat er ja seine Kanone und rechts neben der Kanone hat er noch so, ich weiß gar nicht, was das ist, da steht noch was ab vom Turm. Glaube, irgendein Optikgerät oder sowas, was da. Ja, es kann Oder? sein. Ich Oder weiß ein nicht. G? Weiß es Okay, sieht doch nicht. nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also nehme ich Ja, sehr stark an. jo. Und wenn man da rein, also das sieht man natürlich. Also man kann mit dem, mit so Mediums kann man so ein bisschen gucken, dass man gerade nur dieses eine Teil sieht vom Turm, weil da kann man schon Schaden machen. Ja. Und das ist auch HE-Schaden, also voller HE-Schaden, wenn man da reinschießt. Ist ziemlich nett, weil da muss man nicht direkt, wirklich direkt vor die Kanone fallen, weil so kann man nochmal so ein bisschen was von seinem Panzer Ja, verstecken. sollte man auch nicht tun. Also so sage ich mal, so negativ, wie die Tanks eigentlich zu sehen sind, weil die, wenn sie offen sind, relativ schnell tot sind. So böse ist es halt auch, wenn du also einen Schreckmoment hast und eine Kurve fährst und da steht ein WT auf EN100 vor dir und der hat geladen, dann ist meistens Ende. Ja, Also. ich hatte die Situation vorhin auf Himmelsdorf, da bin ich auf den Berg gefahren und dann gibt es da ja dieses, auf der einen Seite geht, also geht auch beide Seiten runter und auf der einen Seite kann man sich mit einem Medium Halldown stellen und da kann man auf die, also gibt es halt dann zwei Wege, rechts und links und dann konnte man auf den anderen Weg rüberschießen und da stand dann der WT, der da mich nicht anschießen konnte, weil ich Ja. nur meinen Turm gezeigt habe und dann ist er nicht durchgekommen halt. Ja, gehen wir weiter nach unten, die Wanne. Ja, E100 Wanne ist ja ein WT auf E100. Ja, das sind eigentlich die bekannten Resources von so einem E100. Ja, untere Wanne geht natürlich, kommt man durch. Obere Wanne wird dann schon etwas schwieriger, wenn man frontal davor steht. Sollte man besser nicht drauf schießen. Ja, wobei, keine Ahnung, welche Situation gibt es, wo du beim WT nicht den Aufbau siehst und genötigt bist, die Wanne zu nehmen? Ich glaube. Ist selten, aber es ist teilweise so, dass die WTs gerade im Endgame jetzt so ein bisschen hektischer, also so, wenn die so ein bisschen unter Zeitdruck stehen, dass sie dann mit der Front zuerst raus, sondern Mecken rum. Und Ja, klar. dann kann man die natürlich echt leicht schwecken, also ketten und dann. Ja, oder eben auch in eine untere Wanne schießen, das geht dann auch ganz gut. Oder eben auch, was wir neulich in dem einen Replay gesehen haben, von vorne aufs Kettenrad drauf, weil Genau. das durchs Kettenrad durchgeht und dann in die Wanne rein und dann wiederum Schaden macht. Genau, und in der Zeit kann der WT nicht auf einen schießen, sofern er dann richtig steht. Weil Turm asslich weit hinten. Genau, ja. Ja, mehr gibt es ja auch eigentlich schon nichts zu sagen zu dem WT. Ich, ja, ich
Ich freue mich immer, wenn ich einen sehe. Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Also so, solange man nicht alleine davor steht auf offener Fläche, ist okay. Exakt, genau, ja. So sieht's aus. Prima, gut. Dann ja, wechseln wir zum Gameplay. Danke dir. Genau. Ja, bis zur Bis nächsten denn. Folge. Mach's gut. Jo, tschüss. Da sind wir schon in Game mit dem Kanut, dem Karpf und dem Jonus. Keine Ahnung, was das für Zeitgenossen sind. Auf jeden Fall. Es ist ein lustiges Platoon. Einer, der ungefähr so schlecht ist wie ich. Einer, der so mittelmäßig ist auf dem Weg zum Aufstieg und einer, der ziemlich geil ist. Ja, die drei sind natürlich auch ja, wie soll ich es denn mal sagen? Ein Platoon, was man so in der Form eigentlich schon mal ganz gerne nicht antrifft. Nämlich einen WT auf EN100, ein E3 und ein 183er. Was denn da schon mal Zeitgenossen sind, die irgendwie dolle Aua machen und ja. Ihr wisst noch, Strategie, was tut man hier? Man fährt vor und spottet hier vorne irgendwo die Gegner, die hier rumkommen. Waffenträger. Waffenträger. Wie Quickie Baby immer so schön sagt. Waffenträger. Was macht der Waffenträger? Der Waffenträger ist eigentlich ein Gerät, was sich aufgrund der Größe und aufgrund der Beliebtheit, so drücke ich es mal aus, weit hinten aufhalten sollte und snipern sollte. Denn mit diesem riesigen Aufbau, ihr guckt euch mal diesen Aufbau an, der ist mit HE-Mumpeln jeglicher Art, vom KV-2 über den T49, über Artis jeglicher Art, wunderbar zu treffen. Und von hinten, guckt euch das mal an, was der für einen abartigen Reload hat. Der hat einfach mal zwischen den Schüssen hat der einen Reload, der geht auf keine Kuhhaut. Und dazu aimt er noch verdammt schnell irgendwie das Ding, wenn, naja, ihr kennt es ja selber. Seid ihr irgendwie beim Waffenträger irgendwo. Es ist so pervers. Und das ist echt. Ja, Satz abbrechen, neuen Satz. Das ist auch echt so eine Sache, die ich so immer so ein bisschen bei dem Replay, ich habe überlegt, ob ich es mache oder nicht mache, nehme. Ich meine, er spielt die ganze Zeit das Ding mit Gold. Tja. Ist eine nette Penetration. Aber muss man das machen? Muss man das mit Gold spielen? Aber wir haben dann gesehen, dann funktionieren so eine Sachen natürlich auch wie den T54. Dann hämmert ihr da einfach irgendwie am Turm irgendwie durch und dann ist schick. Ist, wie gesagt, ich habe ja auch manche Tanks, die ich mit Gold spiele. Ich will es nicht verteufeln, aber mich interessiert halt immer auch dabei, lässt sich der auch ohne Gold spielen? Funktioniert der auch ohne Gold? Macht der auch ohne Gold Spaß? Das ist so die Sache, keine Ahnung. Ich habe beim Rheinmetall abgebrochen. Ich habe gesagt, der Waffenträger kommt aus dem System raus demnächst, ja? Also die sagen ja, der ist nicht historisch, aber ich denke mal, sie merken schon, dass der einfach mega OP ist und dass der einen zu hohen Durchschnittsschaden hat. Und wenn sie das merken, dann überlegen sie sich ja die Wargamer meistens irgendwas. Ergo, der wird ersetzt durch irgendwas anderes mit irgendeiner Ausrede. Ja, keine Ahnung. Ergo. Oh, Ergo ist mein neues Lieblingswort in diesem Video. Ergo. Scheiße, Werbung für die Ergo-Versicherung. Sprich, es gibt für mich keinen Grund mehr, denen irgendwie weiterzugehen, die Linie. So. Aber halt eben auch, geht er auf. Ist ein beliebtes Ziel und muss er sofort zusehen, dass er irgendwie Land gewinnt. Es gibt drei Artis. Guckt, Waffenträger offen, immer Lieblingsziel von einer Arti. Weil, wenn du in die Kuppel triffst, max Schaden. Und ich weiß gar nicht, 20? Ne, ich glaube 5 haben wir geguckt, ne? 5er Panzerung obendrauf auf dem Waffenträger-Zeltdach. 5. Das ist wirklich Zeltbahn. 5 ist Zeltbahn. Kunststoff, PTE. Ja. Sehr schön, was ich sehr schön fand irgendwie bei dem Game, er agiert hier wirklich, er agiert aus dem Hinterhalt, von hinten, sniped und kann hier echt diverse, guckt euch das mal an, ey, diesen Reload, es ist doch pervers, oder? Es ist doch echt, wenn du zum Schießen kommst, ist der, glaube ich, hammermäßig gruselig. Aber es gibt halt auch andere Games, muss man ganz ehrlich sagen, wisst ihr ja selber. Da geht einer auf und es macht bup, 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 und er ist weg. Das mag ihn halt jeder.
Das mag ihn. Das hat ihn jeder lieb. Jeder möchte ihn streicheln. Jeder möchte seine Haftgranaten in seine Zeltbahn integrieren. Und jeder mag ihn. Ja, ich mag ihn nicht. Ich habe ihn ja meistens als Gegner und ich mag ihn nicht. Ich bin schon so oft irgendwie um irgendwelche Ecken gekommen, wo ich so dachte in so einem Game so, ey, sehr geil, ist nur noch ein Waffenträger und eine ES4 übrig. Die kann ich jetzt mal suchen gehen, die ES4 ist low, die ES4, die nehme ich raus. Und dann so schwupp um die Ecke so, oh, hier ist der volle Waffenträger, so, und dann ging's so, puff, 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 puff. Ja. Dann ist es auch egal, ob du voll bist oder nicht voll bist, weil der Waffenträger mit seiner DPM, und zwar nicht Damage per Minute, weil das weiß ich nicht, ob die so geil ist, sondern mit seiner Damage pro Magazin, ist einfach oberkrass. Weil er halt eben mit diesen 5 Murmeln, könnt ihr ja mal euch mal ausmalen, was er da so alle 2 Sekunden... Oh nein, kleiner T71, geh nach Hause! Nein! Oh Gott. Ah, jetzt wird's interessant, dass man adäquater Gegner. Okay. Ja. War nicht schlecht. Bei 2 Versuchen, einer durchgekommen. Nicht schlecht. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, T95 hat so ein bisschen seinen Schrecken verloren, finde ich. Also, der ist zwar auf Distanz auch immer noch ziemlich strong, aber ich weiß nicht, wenn man ein bisschen eine Gun hat, die snipen kann, kann man dem auch ganz gut in die Kuppeln schießen. Also ich finde der, oder unten in die Wanne halt, ich finde der T95, ja, ich weiß auch nicht, wer noch Bock hat, den zu spielen, weil irgendwie bin ich ja auch durchgegangen und ich fand es schon oberheftig mit dem, mit der Trägheit und der Langsamkeit und, ja. Reload. Reload ist auch so eine Sache, wa? Beim Waffenträger. Der ist halt auch nicht kurz. Also du, was natürlich wieder auch Vorteile hat, muss man ganz ehrlich sagen, du lernst es, dich umzusortieren, neue Locations zu suchen, neu zu überdenken. Das ist so brutal. Das ist so, so brutal. Der zimmert da einfach irgendwie, der zimmert da durch die obere Platte vom Jagdtiger einfach durch, ey. Das ist, ja. Diese Gun, ich kann mir schon vorstellen, dass die Gun mit Gold Spaß macht. Aber, wie gesagt, es ist, ja. Es ist vielleicht sollte man ab und zu mal drüber nachdenken, was man aus dem Spiel macht, wenn man nur noch so eine OP-Kanone fährt. Unter anderem halt eben auch, überlege ich mir manchmal, die Leute machen sich ja selber das Spiel ein Stück weit kaputt, weil wenn so ein Waffenträger einfach irgendwie total OP-Ergebnisse hat, und dann muss sich Wargaming halt auch irgendwann überlegen, dass sie irgendwas mit dem macht, weil, naja, schauen wir mal weiter, was passiert. Er sneakt jetzt hier, was ich schade finde, er hat es nie gemacht, er hat nie seinen hinteren Turm, das finde ich mir so geil, wenn die den hinteren Turm umdrehen und nur mit dem hinteren Turm irgendwo rausgucken, aber, naja gut, muss er jetzt nicht. Badget ist natürlich, das ist ja interessant, Badget. Ja, ein bisschen viel, ja, irgendwo hat er getroffen, irgendwo ist der gebounced, und zwar nicht nur, wie kann das sein? Wie kann denn das sein? How can it be? Ah, obere Platte. Hier, guck mal, da. Da ist natürlich ist eine E100-Wanne. Muss man sich nichts vormachen. Aber, ich meine, zieht euch das mal rein. Das, ich bin jetzt direkt ein bisschen verwirrt. Ein Critical? Zwei Critical? Drei Critical? Ein Bouncer? Merkwürdig. Ist das ein Anzeigefehler? Weil ich glaube, in den Postgame-Stats ist das so nicht angezeigt worden. Egal. Es zeigt auf jeden Fall, es zeigt, was der Waffenträger halt, wenn die Schüsse nicht präzise kommen, halt eben doch bewerkstelligen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es schon total oft passiert, dass ich an dieser riesen Kanone hängen bleibe, wenn man den von vorne beschießt. Oder ich bin neulich sogar von hinten. Ich habe von hinten drauf geschossen mit einer HE und bleib an dieser verfickten Kanone hängen und mache 110 Schaden. Irgendwie mit einem T49. Was natürlich echt schade ist, wenn du 900 machen kannst und du machst 100 irgendwas. Ah! Grummel, grummel, grummel. So, was haben wir jetzt noch übrig? Eine Bedjet und eine Arty. Er ist hier hinten. Ja,
Er ist hier hinten schon wieder offen und die Arti schlägt auch schon wieder ein. Und ich würde mal denken, weil, seht ihr mal genau, ach nee, da hat die Artis, wahrscheinlich weil die Arti ihn nicht richtig einbekommen hat. Oder weil er schon wieder zu war. Aber, ja, Bedchat Arti, 10er Bedchat Arti, nicht ohne. Weil Magazin, weil, aua. So, mittlerweile, ist noch sein Kumpel mit dem 183er übrig, einen T30 und er selber. Und im Gegnerteam ist noch eine Bedchat, die schon eher aus den Schuhen gehustet werden kann, weil sie so wenig Hitpoints hat, und eine Bedchat Arti. Aber die Bedchat, also ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war das Ganze schon relativ safe, würde ich mal sagen. Aber fürs Überleben des Einzelnen, sag ich mal, des WTs, 785 Punkte sind für eine Bedchat Arti. Ich weiß nicht, ob sie ihn one-shotten könnte. Ich glaube nicht. Oder? Doch. Ich glaube. Werde ich als Kommentar reinbringen. Weiß ich jetzt nicht, ob die Bedchat. Ich meine, sie hat ja ein Magazin und sie hatte aber. Doch, ich mutmaße mal, da es eine 10er ist, wird sie schon mit einem High Roll 785. Ich guck's nach, ich reiche es nach. Auf jeden Fall mit dem zweiten Schuss aus dem Magazin wäre er spätestens Fritte. Und, Ja. Das war eine schwere Geburt, würde ich sagen. Das war eine äußerst schwere Geburt. So, was sehen wir jetzt? Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe es auf jeden Fall gerade gesehen. Er wechselt beim Nachladen der Trommel. Er könnte jetzt natürlich noch die Trommel mit einem Schuss laden, mit Gold, ne? Aber er lädt natürlich die nächste vollständige Trommel, weil er eine Trommel haben möchte und nicht irgendwie einen einzelnen Goldschuss. Ergo, müsst ihr auch immer überlegen bei Magazinpanzern, dass ihr da, wenn ihr reloadet, dass ihr euch überlegt, wenn ihr nicht so viel Gold mit habt, dass ihr noch eine volle Trommel laden könnt. Aber gut, ist jetzt Banalität. Aber mir ist es zum Beispiel immer passiert, dass ich dann nachgeladen habe im Eifer des Gefechts und dann, ich glaube, es war der Bedchat, und danach er merkte, dass das, dass es eine Zwei-Schuss-Trommel jetzt war, die ich geladen habe. Dann habe ich mich natürlich ganz schön geärgert, weil das ja auch ordentlich Reload ist, was bei so einem Bedchat ist, dahinter steckt, und das ja natürlich nicht so geil ist, wenn man dann nicht genug Murmeln im Magazin hat. Mein Gott, was ist mit der Stimme los? Abgekackt, der Frosch ist zu Hause im Hause. Jo, also heftiges Game. Sein Kumpel ist jetzt noch am Cappen und er sucht die Arti. Und nebenbei wirklich, wirklich, wirklich merkwürdig. Oder nochmal zurück vorhin zu den nee, ich erzähl's euch später, jetzt wird's vielleicht nochmal interessant. Die Bedchat mit dem 183er. Der 183er hat noch 450 roundabout übrig. 443 macht die Bedchat mit ihrem ersten Schuss und mit ihrem zweiten Schuss. Oh. Nimmt sie ihn raus. Tja, damit ist das Ganze. Naja, ich würde jetzt nicht. Naja, doch, wobei. Doch. Eigentlich ist das Ganze noch relativ knapp, denn wenn die Bedchat jetzt wirklich günstig positioniert wäre, ja, dann würde sie ihm, wie gesagt, mit einem oder zwei Schüssen spätestens rausnehmen. Ergo, ist schon nicht so ganz unknapp. Aber was jetzt eben passiert, ist auch lustig, weil Bedchat, ihr wisst ja, Bedchat sehr mobil, und wenn Tank sehr mobil, dann halt eben auch schnell mal nicht mehr da, wo er war. Und er geht jetzt hier auf und findet sie aber nicht mehr. Weil wir werden nachher sehen, weil die Bedchat hier hinten lang gefahren ist. Ne? Die stand irgendwo hier. Weiß nicht genau wo. Und er fährt jetzt hier lang. Ich weiß nicht genau, was sein Ansinnen war. Ich denke mal, er wollte jetzt wahrscheinlich die mit dem Cap rauslocken, um sozusagen, ja, Aktion zu fordern. Das ist ja immer so, wenn ihr noch genug Zeit habt und ihr habt einen letzten Gegner und ihr habt nicht den schnellsten Tank, dann habt ihr immer zwei Möglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit, die Sache nach Hause zu cappen und im Cap auf den letzten Gegner zu warten, oder halt eben den letzten Gegner zu suchen. Und in diesem Falle, entscheidet er sich für Cappen, positioniert sich im Cap, sodass er sehen kann, wo die Bedchat herkommt, und kann sie dann
erwischt, bevor sie geaimt hat. Denn das ist der Vorteil natürlich von einem Waffenträger zu einer Badget-Arty, dass eine Badget-Arty schon irgendwie ein bisschen länger aimen muss als ein Waffenträger und damit ihn dann ja, rausnehmen kann. Ich weiß nicht, was ich vielleicht als Badget-Arty gemacht hätte. Ich hätte ja das Prozedere, dass der sich in Cap stellt und wartet, dass die Arty kommt, ist ja relativ klar. Es ist auch relativ klar, dass wenn man dort oben am Hügel erscheint, dass er ihn aufmacht. Ich glaube, ich hätte was anderes gemacht. Ich glaube, ich wäre dort hinten stehen geblieben und hätte im Cap erstmal, die Badget hat ja ein Magazin, ich hätte erstmal ein paar Stellen beschossen. Und zwar hätte ich nämlich auch hier beschossen, weil es wäre für mich klar gewesen, dass der hier steht und dorthin aimt, wo ich sozusagen das letzte Mal aufgetaucht bin. Vielleicht sogar noch ein bisschen tricky, ein bisschen machen, dass man hier kurz kommt, aufgeht und wieder verschwindet. Dann weiß man nämlich, wo er ist. Sozusagen erstmal rüber luschern und gucken, wo er ist, wieder verschwinden. Und dann gucken, ob der sich vielleicht nicht umpositioniert, ob der dort wartet. Beziehungsweise was er macht. Beziehungsweise vielleicht auch zum hinteren Berg zu fahren, um ihn aufzumachen und das so ein bisschen zu tricksen. Beziehungsweise, er hat noch 2 Minuten 7, die Badget ist schnell. Es wäre klar, dass der hierhin aimt, weil der hier das letzte Mal war. Wenn die Badget jetzt hier rumgefahren wäre, ja, hier hätte die also eine Minute Fahrt, dann wäre die bestimmt irgendwie hier gewesen. Ja, dann hätte sie vielleicht, naja, hypothetisch. Außerdem im Gefecht, wenn alles actionreich ist, ist man sowieso nie so entspannt wie nach dem Betrachten. Das ist ja auch mal mein Vorteil, dass ich irgendwie mir einen Replay angucken kann, dass ich mir Gedanken zu machen kann und dass ich dann meinen Senf dazu geben kann. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil ich sag's ganz ehrlich, in-game, wenn Action ist, kann ich es auch nicht. Jo, was ich vorhin noch sagen wollte, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Also wir gucken uns das nochmal an. Ein Bouncer, das muss hier irgendein Anzeigefehler sein. Ein Critical, 3 Criticals und ein Bouncer. Aber ich habe hier bei Blocked by Armor, habe ich nur 390. Ist mir unklar. Ist mir wirklich, wisst ihr, was da passiert ist? Ein Bouncer ist klar. Ein Bouncer gibt auch Blocked. Ist auch ein Badget-Schuss, passt. Aber Critical, hat der Bouncer dabei an der oberen Wanne Module kritisch? 3? 3 Module, aber das wird doch dann auch nicht. Das wird doch dann nicht. Ach so. Ah. Ich denke mal. Also der. Nee. Ich weiß es nicht, was da los war. Also mit der, das sind ja auch zwei. Das sind ja zwei verschiedene. Irgendeine Anzeige stimmt hier nicht ganz. Irgendeine Anzeige stimmt hier nicht ganz. Macht nichts, macht nichts. Auf jeden Fall haben wir gesehen, von Zeit zu Zeit geht dort auch noch ein Schuss geblockt und kein Gelaber. Wir gucken uns jetzt mal die Postgame-Stats an, denn das ist eigentlich das Schöne, was wir uns reinziehen können. Bis gleich. Postgame-Stats! Ja, und sowas kommt von sowas. Da sehen wir mal, was dabei rumkommen kann. Nämlich unter anderem auch eine zweite Gunmark. GZ. GZ dazu. Cool. Gemastert oder wieder gemastert, keine Ahnung. Blech. 100.000 Brutto-Credits für dreifach XP. Das müsste letztes Wochenende gewesen sein, eigentlich, wo es dreifach gab. 5.583. Not too bad at all, sage ich mal. High Kaliber, Tanker-Sniper, Top Gun und Crucial Contribution. Yep. Denn die Jungs haben es ganz schön gerockt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich. Das ist so ein ziemliches Horrorplatoon, den man im Gegner haben kann, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die so das eigene Team abziehen. 7 plus 2 sind 9, plus 3 sind 12. 12. Krass. Detailed. Er hat sogar ein bisschen was gebounced, wie vorhin gesehen. Witzig, witzig. Passiert eigentlich nicht, aber wie gesagt, Gun-Treffer können schon vorkommen und wenn einer so dödlich ist und auf die Wanne schießt oder sich verzielt, dann passiert das schon. 11.095 Schaden ist natürlich echt eine Ansage, aber ja, es bleibt der, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, der fahle Nachgeschmack, ich weiß es nicht, muss man den mit Gold spielen? Also ich meine, klar ist das geil und ich habe natürlich den T54 auch mit Gold gespielt, ganz gerne, weil er 330 Penne. Und die Penne ist dann auch echt hammermäßig, aber muss man das machen? Muss man das? Man weiß es nicht. Schreibt mir mal eure Meldung dazu. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bis demnächst. Der Jagdpanzer E100 ist der nächste. Der TD der Deutschen. Der richtig stabile TD der Deutschen. Nicht so ein Weichkäse hier wie der Zeltaufbau vom WT. Also.